Die Echsen, deren Erbe wir errungen haben, traten ebenfalls in die Folge einer anderen Rasse, von denen sie Götter, Sprache und Zauberei übernahmen, wie das Mogulat dem Reich von Zeta folgte, folgte Zeta dem Reich von Vajat. Man nehme die bekannten Götter Caruban und Belcorton. Was sind sie denn anderes als die exischen Karybits und Krytonch? Was anderes als die geheimnisvollen Krypt und Krykng, die die versinkenden Stelen von Talusa preisen? Baal Not offenbarte mir, dass die Vergangenheit nicht ruht, sondern nur lauert, die Zeiten umzukehren. Einzig, wenn wir die Zeit konservieren, können wir uns wappnen. Ansonsten werden wir wohl wirklich ins Meer zurückkehren, wie Shamsherib nicht müde wird zu behaupten. Vark el Gentim, das Erbe der Rassen. Tubarek el Kain, mit dem kalten Herzen. 1500 vor Bosbarans Fall. Und damit nehmt ihr den restlichen Wind aus den Segeln und kommt kurz vor der Rulatschen Küste in einer sumpfigen Region zum Stillstand. Die Ruderboote werden für euch beiseite geräumt, nach unten gelassen und ihr könnt dann nach und nach mit euren Habseligkeiten nach unten steigen. Die schwarzen Köche vom Dobirach werden als erstes runtersteigen, euch dann die Hände reichen, den Leitern hinunterhelfen, wenn ihr es denn braucht. Und so könnt ihr auf die eisige Küste blicken. Der Sumpf, hier wohl leicht eingefroren, sodass er leicht quarzknarzend im Wind schwebt. Die Schneeflöckchen, die von den einzelnen Weiden heruntergewirbelt werden, von dem steten Küstenwind, der schneidend und beißend kalt herankommt. Ihr könnt in der Entfernung das dunkel leuchtende Rulat wohl schon erkennen. Die Hafenstadt, den Eingang und auch diesen kleinen Berg. Ein Hügel, würde man viel eher sagen. Aber in ausreichender Entfernung habt ihr angelandet. Weitere Schiffe im Hafen könnt ihr auch nicht sehen, obwohl der Hafen selbst doch relativ gut ausgebaut ist und auch wohl über einen kleinen Leuchtturm verfügt. Und dann seid ihr allesamt unten. Ruder werden ins Wasser getaucht und ihr könnt aufbrechen. Was habt ihr in dem letzten Tag der Anreise getan? Zulamin? Irgendwelche Vorbereitungen, irgendwelche Alchemiker, die ihr mitnehmt? Du hattest auf deinem Schreibtisch einen Zettel liegen, auf dem auf Urtulamidia stand, beschwöre einen Karakil, bitte nicht stören, gezeichnet S. Gut, in diesem Fall habe ich dir wohl die Rosenbrosche nicht gebracht, den Zettel verbrannt und ich denke sonst tatsächlich nichts Besonderes. Was macht denn das Gewandheitselixier Diamantas? Das Gewandheitselixier? Qualität D. Erhöht die Gewandtheit, ich glaube für 25 Minuten müsste ich nochmal genau nachschauen, was das D ist, um 7 Punkte. D müsste Stunden sein. Schaue ich gleich nochmal nach. Haben wir noch Zeit, aber auf jeden Fall für länger als eine halbe Stunde. Weil in Ermangelung irgendwie sehr viel besserer Pläne würde ich mir da an dir ein Beispiel nehmen, dann nehme ich auch ein Gewandheitselixier zum Heiltrank mit dazu. Gut, Abelmir, was möchtest du mitnehmen? Was hast du sonst getan? Ich hätte vielleicht einen Brief geschrieben, den würde ich noch nachtragen im Forum. Und zwar einen Brief an Rohaya, in dem ich ihr schildere, dass sie im Begriff sind, ihre Admirälin zu retten. Und dadurch sich vielleicht etwaige Streitigkeiten aus der Vergangenheit aus dem Weg räumen lassen. Mitnehmen würde ich ein Levitationselixier, Qualität. T, glaube ich, D. Ein Halbgift, die Qualität E. Dreimal Kelmon und ein Zaubertrank, Lebenselixier. Gut. So viel zum Thema: jeder nimmt eins mit, damit Frost uns nicht den Kopf abbeißt. So viel dazu. Schön, dass wir uns einig waren. Dann Diamantes. Was möchtest du mitnehmen? Diamantis packt sich ebenfalls wie die meisten anderen einen Heiltrank an, so wie es die Kapitän auch vorgemacht hat, ein Gewandheitselixier. Und ohne wirklich jemandem Bescheid zu sagen, wird er sich ins Arsenal gehen und auch noch einen Granatapfel anpacken, wenn man den brauchen kann.
Wir haben die ja kistenweise. Naja, eine Kiste, aber trotzdem. Rafim, du hast meditiert und ein Objektweiher eingesprochen, korrekt? Genau, man sieht auch noch, dass Rafims Arm scheinbar immer noch blutig ist, der linke, und von seiner Hand immer noch Blut tropft. Also er scheint die Wunde nicht verbunden zu haben. Okay, und Serpentilio, du hast einen Dämon beschworen, du hast einen Brief an Zulamin gelegt, einen Karakil. Richtig, ich hatte er hatte ihr ja versprochen, sie über die Beschwörung von Gehörnen zu informieren, aber die Zeit war ein wenig knapp, also hat er es ein bisschen gedehnt, was das Informieren angeht. Und hat sich dann die 5 Meter lange Schlange beschworen, die sich in der kleinen Alchemistenstube reichlich kringeln muss, um in den Bandkreis zu passen, in dem sie gerufen wurde, und sie dann in eine noch viel kleinere Dokumentenrolle verband. Ja, auch dir ist wohl aufgefallen, dass die Sternkonstellation die Matrizes relativ einfach formen lässt. Nicht so hart, sondern vielmehr ja, gelartig, wie du dann die Matrix auseinandergezogen oder gerissen hast, damit du dann diesen Karakil aus den Sphären zu dir holen kannst. Was dir vielleicht Sorge bereitet, möchtest du meinen? Serpentilio, ich hatte das nicht auf dem Schirm, aber Serpentilio weiß sowas natürlich, denn wenn hier ein großes Ritual im Gange ist, werden sie sich vermutlich einen günstigen Zeitpunkt ausgedacht haben. Ausgesucht. Ja, oder aber es ist so, dass die einfach die Gravitation von Dämonen dafür sorgt, dass dieses Matrizennetz andere Dämonen anzieht und die dann begierig darauf harren, in diesen Vortex zu gelangen, um daraus gerufen zu werden. Okay, Notiz an selbst, nicht den Limbus betreten. Man könnte es vielleicht vergleichen mit Mindergeistern, die da aufploppen, wo viel Magie im Spiel ist, und dass es sich hierbei eben nicht um Mindergeister handelt aus der elementaren Sphäre, sondern um tatsächlich sogar gehörnte Dämonen aus anderen Sphären. Wird immer besser. Und mit dem sorgenvollen Blick lässt du die Leiter los. Einer der Köche stößt eure Boote ab und ja, so könnt ihr, wie gesagt, die nächsten 10 Minuten auf dieses sumpfige, frostige, matschige Ödland zusteuern, bis ihr dann doch so etwas wie festen Grund erreicht habt. Trotz dessen, wenn ihr mit euren Stiefeln in die eisigen Fluten tretet, noch ein paar Blätter beiseite streift, bis ihr dann irgendwann vor euch sicherlich 10 Meter durch den Sumpf kriechen müsstet, bevor ihr dann auf einen Knüppeldamm kommt, der hier am Küstenstreifen dann euch Milderung verschafft. Wer auch immer diesen Knüppeldamm mir angelegt hat, also ein paar wenige Holzplanken, die dann hier ausgelegt worden sind, damit man dann nicht mit Skiern laufen muss. Aber ja, könnt dann die Boote wieder zurückrudern lassen, habt dann eine Rumpfmannschaft von den Köchen, 15 Söldner, die ihr bei euch habt. Kalfater, den Nostrianer, den ihr mitgenommen habt als so etwas wie den Führer im Sumpf. Tikala von den Gekewanak wolltet ihr auch mitnehmen, korrekt? Aber klar, Diamantus nimmt den sich an die Seite und wird ihm erklären, dass es mal wieder eine Mission gibt, auf der ihn begleiten soll. Und den Elfen Mendarion nehmt ihr auch mit? Der wird es nicht nehmen lassen, noch was einfach hinterher zu spazieren. Übers Wasser. Okay. Der läuft dann so hinterher und sagt, hallo, habt ihr mich vergessen? Wir hatten es versucht. War erfolglos. Oh, das ist nicht so schlimm. Jetzt bin ich ja da. Und dann läuft er neben dem Boot her bis an Land. Gut. Ja, dann könnt ihr euch, wie gesagt, dem Nostrianer Kalfater anschließen. Der Weg über den Knüppeldamm ist nicht wirklich einladend. Zum Glück gibt es hier zu dieser Jahreszeit nicht allzu viele Stechmücken. Einfach aufgrund der niedrigen Temperaturen. Immer mal wieder gibt es große Pfützen, die aber auch zugefroren sind. Trügerische Sicherheit vermitteln und könntet dann so Reih um Reih auf diesem Knüppeldamm in Richtung Osten laufen, um grob erstmal in Richtung der Rulatschen Hafenstadt bzw. dem Hügel mit dem bedrohlichen Gefängnis darauf näher zu kommen. Serpentilio blickt sich paranoid um und stellt zum etwa 1000. Mal die Frage. Kapitania, erklärt mir noch einmal, warum ist es essentiell, dass ich euch begleite? Weil ihr unser führender Experte für Dämonen seid. Arbeitet doch nicht für... ja, doch. Wollt ihr im Gebüsch sitzen, während wir die Gefangenen befreien? Nun, ich fürchte, das würde meiner Verpflichtungen gegenüber wohl kaum nachkommen.
Er möchte anhängen, aber ja. Naja, es ist ja nur ein kleiner Schwarzuger. Wie groß können die schon werden? Außerdem hast du mehr als genug Leute, hinter denen du dich verstecken kannst. Rafim zum Beispiel. Ja, eine wahrhaftige Beruhigung meines Gemütes. Nun gut. Wir werden diese Konversation noch dreimal haben, bis ihr endlich dort seid. Ja, ihr könnt die nächsten 2-2,5 Stunden in Richtung Osten gehen und dann hält Karl Vater an. Der Knüppeldamm ist so ein bisschen ausgelaufen, hat ein bisschen festeres Gelände, wobei das dann auch immer nicht gut zu laufen ist. Vor euch liegt ein, wir würden sagen, ein unheimlicher, von Nebel durchzogener Wald, ein kleines Wäldchen. Und irgendwo unter euch, sicherlich noch 100 Meter entfernt, unter den Klippen, auf denen ihr gerade euch noch irgendwie befindet, hoch sind sie nicht, aber zumindest einen kleinen Abstand hättet ihr dann noch gewahrt, liegt dann sowohl der Leuchtturm als dann eben auch die Stadt, die auch von hier aus stinkt. Es könnte natürlich auch der Wald sein, der hier mit seinen Nebelschwaden fast auf Finger formt und nach euch greift. Irgendwas stinkt, ob es die Stadt ist oder der Wald oder aber die gesamte Insel, ihr wisst es nicht genau. Ihr spürt vielleicht auch so etwas wie ein Zittern oder ein Beben, was durch die Insel läuft. Fast wie ein kleines, stetes Erdbeben. Kleine Kiesel, die immer mal wieder zittern. Ja, also, wir sind da, ne? Ich bin zwar euer Führer, aber ich bin ja auch ein Held. Und wenn ihr mögt, ich kann euch auch weiter begleiten. So ist das ja nicht, ne? Ich habe jetzt zwar nicht so viel Erfahrung wie ihr, ne? So, aber wenn ihr mögt, ich komme auch mit zu einem Gefängnis. Wo ist denn das von der Stadt aus? Irgendwo im Norden, oder? Ich weiß jetzt zwar nicht, aber so, das ist halt die einzige Festung, die ich da sehe, ne? So ein bisschen leicht oben auf dem Hügel da drauf. Ja, das muss sie sein. Das ist sicherlich, lass es 500, 600 Meter sein. Musst du doch sehen, da. Ja. Naja, ich hatte mir jetzt irgendwie mehr erhofft. Dann werden wir die wohl von der Seite umrunden müssen, um diesen Tunnel zu finden. Der Tunnel muss irgendwo auf der Südseite sein. Schau mal Richtung Himmel. Probier mich zu orientieren, wo Süden ist. Ja, Süden ist da. Also alleine dadurch, dass ihr von Süden aus angelandet seid, weil die Stadt eben nach Süden raus liegt und auf der anderen Seite der Insel im Norden läge dann ja dieses Unheiligtum mit dem großen Strudel. Wenn ihr großes Pech habt, dann liegt der Eingang zu dem Gefängnis mitten in der Stadt. Dann habt ihr großes Pech. Ich dachte, wir wären auf dem Plan aufgesessen, einem Tunnel zu folgen, der gegraben wurde. Nun, wir müssen ihn eigentlich erstmal finden. Ja, dieser Andergaster. Wissen, wo der Tunnel ist. Dieser Andergaster sagte irgendetwas von einigen Hügeln und Gestrüpp. Und er wusste, dass der Tunnel im Südflügel des Gefängnisses herauskommt. Ihr verkehrt also mit Andergastern? Nur sie meinen. Ich hatte gesagt, keine Andergaster. Das war meine einzige Bedingung. Mehr hatte ich nicht. Und ihr gebt euch mit an. Die lügen immer. Karl Vater, ihr habt den Mann gesehen. Nur ein Diener der Dämonen hätte ihn dort zurücklassen können. Er hatte keine Arme und Beine mehr. Ja, geschieht ihm recht. Könnt ihr euren Hass auf Andergaster vielleicht einmal vergessen? Nee, das geschieht ihm recht. Allesamt. Ich denke nicht, dass uns solche Grundsatzdiskussionen jetzt irgendwo hinbringen. Jedenfalls, dann suchen wir doch vielleicht lieber danach, anstatt uns dort hineinzubegeben. Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe und korrigiert mich, aber hat nicht irgend so ein Dämon das Ding gegraben? In der Tat. Serpentine, mit Dämonen kennst du dich aus. Hast du eine Idee, wie wir das Ding finden? Nun, der Dämon ist zwar nicht geschaffen, aber beschworen, um für gewöhnlich Bodenschätze aus dem Boden zu graben. Und selbst wenn dies nicht sein Einsatzzweck ist, wird er diesen trotzdem nachkommen. Unter der Annahme also, dass er sich bis an die Oberfläche hindurchgewühlt hat, sollten wir in der Nähe des Eingangs Ablagerungen von mehr oder minder edlen Metallen finden. Je nachdem, wie der Boden beschaffen ist, da kann ich nicht helfen, könnte es sich hier um Eisen oder Garmendorium handeln.
Vielleicht sollten wir ihn wie hier ausschwärmen. Immer 5 Meter Abstand halten zu dem nächsten Gruppenmitglied. Wenn ihr eine größere Fläche absuchen. Wenn ihr einen reinen Metallklumpen findet, sind wir in der richtigen Richtung unterwegs. Ihr solltet vielleicht auch bedenken, dass diese Tunnelgrabaktion bereits ein erfolgreicher Einbruch in die Festung war. Das heißt, sie haben möglicherweise an einer Stelle angefangen, die von der Feste aus schwer einsehbar ist. Und zweifelsohne wird der Endpunkt sicherlich bewacht sein. Inzwischen ja. Naja, das können wir nur hoffen. Aber das kann ja auch sein. Wir schauen also, wir sehen uns also noch etwa in einem Tunnel um, der möglicherweise auch wieder zugeschüttet wurde. Der Eingang. Auch das ist möglich, ja. Aber dann finde ich die Idee von Abel mir gut. Wir sollten uns aufteilen. Ausschwärmen, nicht aufteilen. Ja. Aber natürlich, ausschwärmen, sodass wir ein großes Gebiet absuchen können, weil wir uns immer noch im Rufreichweite befinden. Ja, Zulamin nickt. Okay, dann wollt ihr jetzt suchen nach dem Gang? Dementsprechend einfach erstmal grob in Richtung des Gefängnisses. Da könntet ihr, in einiger Sicherheit, könntet ihr mal... Gebt mir doch einfach mal alle eine Probe auf Wildnisleben. Nördliches Territorium, Schnee und Eis würde auch als Spezialisierung zählen. Ich weiß nicht, was bekloppter ist, dass ich Unfähigkeit Wildnisleben habe, also Wildnis-Talente habe, aber trotzdem Wildnisleben auf 10. Ist einfach teuer, ne? Aber man wird seinem Ruf gerecht. Also definitiv ist viel zu sehr damit beschäftigt, irgendwie Steine aufzuheben und zu schauen, ob die aus Ernst bestehen, anstatt wirklich effektiv einfach das Gelände nach dem fucking Loch zu durchsuchen, als dass er hier irgendwas beiträgt. Ja, ihr könnt euch erst einmal durch dieses kleine Wäldchen hindurch bewegen und währenddessen ihr aufmerksam, unaufmerksam nach großen oder kleinen Löchern schaut, kann Serpentilio in eine Stelle treten, die merkwürdigerweise auch gar nicht voll mit Schnee ist, sondern merkwürdigerweise leicht warm ist. Ja, ist seltsam. Ich frage mich, ob die so, dann fängt er wieder an, Steine aufzuheben. Ja, und dir fällt plötzlich auf, dass das, was du gerade in der Hand hast, kein Stein ist, sondern aussieht wie ein Ei. Tierkunde? Tierkunde? Erschwert um? Ich erschwere sie dir nicht erstmal weiter. Ich habe 10 Punkte über. Ja, du trittst mit deinem Fuß wieder zurück. Die Stelle, die merkwürdig warm ist. Du siehst wohl wieder, du bist in... Das waren keine Steine, das waren alles Eier. 3 zerstörte und 1 in deiner Hand. Und wenn du dann auf die Leichname, die zurückgebliebenen in den Eiern blickst, kannst du wohl sehen, dass das kleine Schlangen sind. Ach ja, je. Gewandtheit? Ja. Ich bin ganz schön geschmeidig für mein Alter mit 6 Punkten über. Gut, dann kannst du gerade noch rechtzeitig in Erwartung dein Bein zurückziehen. Tapperst noch 3 Schritt mit hochgezogenen Beinen zurück. Und stolperst dann gegen Rafim, bevor dich der Biss der Schlange am Fuß treffen kann. Aber kann ich das Ei behalten? Das Ei hast du noch in deiner Hand. Wie groß ist das? Das ist Faustgroß? Ja, Faustgroß, okay. Genau. Okay, ja. Nehme ich mit. Ah, Rafim, hervorragend. Da seid ihr. Ich habe gerade nach euch gesucht. Geht nicht dorthin. Ja, warum? Und seht ihr? Die weiß-grau-bräunliche Kugel hoch. Eier. Von was? Schlangen. Habe ich Schlangen gesagt? Tierkunde, Quillotter. Das ist eine Quillotter. Sollten sich Schlangen nicht in Winterruhe befinden? Nun, seht ihr, dort ist es warm. Also haben sie sich stattdessen dorthin zurückgezogen. Ist die Frage, warum es warm ist? Nun, wollt ihr von einer Otter gebissen werden oder nicht? Ich nämlich nicht. Selbst wenn ich Gift bräuchte, würde ich stattdessen einen von euch in eine verwandeln und nett fragen. Das ist viel weniger gefährlich.
würde mal näher herantreten und mit meinem Magierstab mal so reinstochern. ich rolle mit den Augen, aber ich halte ihn nicht auf. Ich auch nicht, das ist verdient. Dann würfelst du jetzt auch eine Gewandtheitsprobe. Aber ich dachte, ich bin in meinem Stab, ich habe voll länger. Der du würfelst eine Gewandtheitsprobe. Oh, komm, hör auf, ey. Das ist nicht die Schlange, nach der du stocherst, um die du dir Sorgen machen musst. Es ist die, die du nicht siehst, dein Stochern. Ja, richtig. Du hast 12 gewandt. Du bist Kampfmagier. Du hast 12 Okay, fine. All right. Er stattdessen yes. stark. Yes. Mm-hmm. Yes. Dann bekommst du 1W6 plus 1 Sternchen. Was aber ist ja gegen Rüstung. Also guck mal, wo ja, du gut, getroffen wirst. Ja, okay, hast du eine 2er Rüstung? Ich habe eine 3er Rüstung sogar. Am Bein? Am Fuß? Am Bein habe ich... Sekunde, linkes Bein, rechtes Bein 1, ja, Entschuldigung. Bein ja. Okay, dann verursacht er bis SP, kommt es bei 3 bis 6 auf dem W6 das Gift der Quillotter zum Tragen. Würfeln wir nochmal bitte einen W6. Oh. Ich suche mal einen Abwehrmemo, den Klarum Purum raus. Dann darfst du eine Konstitutionsprobe plus 4 machen. Dann bekommst du erstmal einen SP durch den direkten Biss. Und deine Konstitutionsprobe ist gelungen. Dann bekommst du ein SP pro Kampfrunde. Für die nächsten... KK-1 Kampfrunden. KK ist Körperkraft. Körperkraft, genau. Wie viel Körperkraft hast du? 14. Dann bekommst du 13 Kampfrunden lang ein SP. So, hier ist die gute Nachricht. Klarum Purum kann ich nicht. Aber ist es nicht eher die Körperkraft der Schlange? Nein, nein, definitiv des Opfers. Aber warum, wie mit höherer Körperkraft dauert der Schmerz länger? Das verstehe ich, die ganze Logik. Aber okay. Das macht keinen Sinn der Schlange, sonst haben sie einfach einen fixen Wert angegeben, weil die Otter den fixen Wert hat. Okay, vielleicht ist das Gift einfach gegen Muskeln besonders effektiv. Ja, genau. Das ist froh, dass du dich nicht erwischt hast. Also ich verliere 13 plus 1 LEP nochmal. Naja, drauf an, ob wir dich nicht heilen. Außer du kippst jetzt ein Antidot. Ja, ich habe jetzt eine Hexe im Gebüsch. Mitgenommen, habe ich nicht gesagt. Es besteht sogar noch eine 5%ige Chance. Würfel mal ein W20, wenn du eine 20 würfelst. Aber wie gesagt, ich hätte einen Stab genommen. Ich wollte nicht ja nicht angreifen. Du hast gesagt, du gehst da rein. Serpentilio hat sie gereizt. Und du hast es jetzt zum bitteren Ende geführt. Wenn du jetzt eine 20 auf einen W20 würfelst, kommst du zum Herzstillstand. Okay, davon kann ich dich zurückholen. Mach dir darum keine Sorgen. Das wäre schon besser. Okay. Schade. Kein Herzinfarkt für den alten Mann. Aber du merkst eben, wie es ekelhaft zieht und du wirst höchstwahrscheinlich den Zeh verlieren, in den sie dich gebissen hat. Du merkst wohl, wie du das Gefühl verlierst, auch wenn der Schmerz weiter durch dein Bein zieht, in dein Knie und dann die Ader nach oben. Also es ist wirklich unangenehm. Und du stellst fest, dass es sich dabei einfach nur um ein Schlangennest gehandelt hat. Eine Erfahrung reicher. Ja, okay, hätte ich gern verzichtet. Warum habt ihr das getan? Nun, ich wollte herausfinden, warum es warm ist. Vielleicht ein weiterer Zugang. Indem ihr es mit einem Stock piekst? Mit einem Stab, nicht mit einem Stock. Das, was ihr da habt, kann man wohl kaum als Stab bezeichnen, aber fokussieren wir uns nicht darauf. Warum habt ihr nicht einfach erst einmal eine Analyse durchgeführt? Oder denjenigen, der das Schlangenei in der Hand hält, gefragt, ob dort Schlangen sind? Wenn das Pakt sehr Ventilo fallen soll, weil ich in irgendwie 4 Lagen Tücher dieses Ei ein- und verstaut es in seiner Tasche. Also, ihr könnt gerade mal gucken. Hier seid ihr aktuell. Hier unten ist Rolat mit all seinen Häusern. Es ist beeindruckend ruhig dafür, dass es eine Piratenstadt ist. Es gibt mal so einen fernen Ruf, der wohl aus dem Inneren eines Hauses kommt. Aber ansonsten könnt ihr wenig sehen auf der Straße. Da ist nicht viel los. Und hier oben ist das Gefängnis. Hier oben ist das Gefängnis in einiger Nähe. Also da geht es dann hier so den Hügel hoch über so den einen oder anderen Weg. Und hier ist ein Leuchtturm. Beziehungsweise hier ist auch noch irgendwie sowas wie ein größeres Haus. Hier oben ist wie gesagt das Gefängnis. Hier seid ihr jetzt gerade in so ein Schlangennest reingetreten. Und dann ist die Frage, wo ihr suchen mögt. Naja, Zulamin, wenn ich jetzt nach da vorne schaue und er zeigt auf die Hügel vor dem Gefängnis,
Das müsste doch eigentlich irgendwo da sein, oder nicht? Doch die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass sie den Fluss untertunnelt haben? Naja, mit dem Dämon Dipentio, das kann der vermutlich, oder nicht? Erde fühlt sich in der Tat in Gestein sehr viel wohler als in Sediment. Naja, dann müssten wir jetzt einmal über den Fluss. Aber du hast recht, dieser Hang sieht tatsächlich nach einer guten Stelle aus. Aber was denkst du, sieht man von den Wachtürmen der Stadt dorthin? Das wäre sowohl für uns ungünstig als auch, naja. Ach, das kann man von hier aus doch abschätzen, oder? Wie hoch der Hang ist und wie hoch die Türme sind? Also, von den Wachtürmen aus könnte man euch da auf offener Straße sicherlich erkennen, ja. Hier nicht auf der Straße, ja, es geht darum, wenn wir so hier sind. Das kommt drauf an, wie abgetarnt ihr seid. Also wenn ihr euch denn hinlegt, dadurch, dass ihr erhöhte Position habt, dann könnt ihr euch sicherlich nicht erkennen, wenn ihr euch wirklich hinlegt. Okay, also sind wir uns dann mittlerweile sicher, dass wir dieses Waldstückchen hier durchkämmt haben und hier nichts mehr ist? Du kannst ja gerne mal eine Fährtensucheprobe machen. Ich nicht. Ich frage für die Gruppe im Allgemeinen. Serpentino ist nicht die Kompetenz. Ich habe euch erstmal von hier links nach da rechts laufen lassen, weil hier oben das Gefängnis ist. Right. So, mehr habe ich erstmal nicht gemacht. Also wir haben aber sicher, dass wir Schlangenspuren sehen. Wir haben aber auf dem Weg beim Durchkämmen nichts Auffälliges gefunden. Nein, also der Wald stinkt, wie gesagt, da dünstet wohl irgendetwas aus, würdest du meinen, ja.